Die Entscheidung der US-Notenbank bezüglich der aktuellen Zinserhöhung wird jetzt gerade bekannt gegeben. Aufgrund dessen schauen wir uns im heutigen Video den aktuellen Stand der Dinge an und auch die möglichen Auswirkungen auf die Wirtschaft bzw. auf den Crypto-Space kurz nach und in den Folgetagen eben nach der Entscheidung. Ebenfalls werfen wir unter anderem einen Blick auf die aktuellen On-Chain-Daten und auch vor allem auf Ethereum Classic, denn hier besteht möglicherweise noch ein massives Wachstumspotenzial. Viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir über die aktuelle Erhöhung der Zinsen. Wir reden allerdings ebenfalls auch über einige On-Chain-Daten sowie über Ethereum Classic. Eigentlich hatte ich überlegt, das Video erst heute Abend aufzunehmen, nachdem die Zinsen bekannt gemacht wurden. Das ist jetzt nicht der Fall. Status quo aktuell ist es 16.46 Uhr zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das heißt, wir befinden uns noch knapp 3 Stunden vor der Verkündung der Zinsanhebung. Denn wenn ich das Video erst dann aufnehmen und schneiden würde, dann würde es irgendwann heute Nacht um 1 kommen oder so. Aufgrund dessen, Freunde, ich werde mich morgen ganz früh ransetzen, euch ein pünktliches, frühes Update geben, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Aber ebenfalls möchte ich auch noch einmal dazu sagen, dass die Entscheidung der Fed heute Abend höchstwahrscheinlich zu einer Volatilität führen wird und wir werden uns im heutigen Video auch nochmal anschauen, warum man sich genau auf diese Volatilität nicht verlassen kann. Aufgrund dessen, Freunde, lasst uns gar nicht lange um den heißen Brei reden. Falls ihr übrigens auf dem Laufenden gehalten werden wollt zu aktuellen Zahlen, Daten und Fakten, folgt mir gerne kostenfrei auf Twitter oder auch auf Instagram, dort würde ich das nachher auch einmal teilen, dann seid ihr auf dem Laufenden. Reden wir jetzt nicht länger um den heißen Brei, ihr wisst es, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich in meiner Arbeit zu unterstützen. Springen wir auf die erste Folie. Eine Sache, die ich euch eigentlich gar nicht zeigen brauche, sind die Kurse, denn die werden sich höchstwahrscheinlich ziemlich stark ändern heute Abend. Fakt ist jedenfalls, dass vor der Verkündung der US-Notenbank die Kurse momentan recht stark anziehen. Eine Bewegung, die wir uns auch bereits vor 2 Tagen angeschaut haben, die eigentlich immer relativ normal ist. 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird es heute Abend soweit sein, also ungefähr, wenn dieses Video hier gerade veröffentlicht wird. Das ist eine der interessantesten Bekanntgaben der Zinsanhebung, denn momentan scheiden sich die Geister, ob wir 75 Punkte sehen, 50 oder eventuell sogar 100. Die meisten Marktanalysten haben 75 Basispunkte eingepreist. Dementsprechend würden andere Entscheidungen hier ziemlich starke Auswirkungen auf den Markt haben. Bereits gestern haben wir schon wichtige wirtschaftliche Zahlen aus den Vereinigten Staaten gesehen, die darauf hindeuten, dass die USA in eine Rezession reinläuft. Die werden wir höchstwahrscheinlich sehen, denn morgen wird es dann die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt geben, und zwar zum 2. Quartal des Jahres 2022. Das 1. Quartal war schon knapp negativ, und wenn wir 2 Quartale hintereinander ein sinkendes Bruttoinlandsprodukt haben, dann befinden wir uns auf technischer Sicht eben in einer Rezession. Dazu, es ist einfach geil, haben so ein paar US-Politiker in den letzten Wochen gesagt, ja, aber die Zahlen des Q1 2022 könnte man noch mal überarbeiten. Ganz so stimmt das nicht. Also theoretisch sind wir gar nicht in einer Rezession. Ist absoluter Schwachsinn. Faktisch wären wir in einer Rezession, wenn eben die Zahlen übermorgen negativ wären. Und da kann man um den heißen Brei reden, wie man möchte. Es wird die Dinge nicht ändern, auch wenn man dazu sagen muss, Rezession ist natürlich hier nur ein Begriff. Es ist dementsprechend vollkommen egal. Die Wirtschaftslage ist einfach beschissen. Egal, ob man es jetzt Rezession nennt oder eben nicht. Aufgrund dessen, was die Politiker da versuchen, weiß momentan kaum einer der Analysten und Investoren. Des Weiteren hat beispielsweise auch das Handelsunternehmen QCP Capital erst gestern Bezug auf die aktuellen Zinserhöhungen genommen und meinte, dass diese tatsächlich zu einem Präzedenzfall werden könnten. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, prognostizierte, dass die zukünftigen Zinsanhebungen wahrscheinlich wieder etwas schwächer werden als die, die wir aktuell sehen. Gerade die letzten Monate sahen wir natürlich eine verschärfte Dynamik, da die US-Notenbank hier recht schnell die Zinsen angehoben hat. QCP Capital sagte hierzu im neuesten Bericht, jede FOMC-Sitzung in diesem Jahr hatte eine positive unmittelbare Marktreaktion auf die Zinsentscheidung erlebt. Das gleiche erwarten wir auch für diese hier. Darüber hinaus besteht eine gute Chance, dass Powell darauf hindeutet, dass diese Erhöhung um 75 Basispunkte, so wie es aktuell antizipiert ist, einmalig ist und dass die Fed aufgrund des verlangsamten Wachstums und der nachlassenden Inflation bei allgemeinen Rohstoffpreisen auf 50 Basispunkte zurückgehen wird. Die Märkte werden darauf positiv reagieren. Also das ist natürlich jetzt eine Einschätzung auf die aktuelle Situation, die wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht vorliegen haben. Es wird allerdings auch darauf spekuliert, dass das die letzte starke Zinserhöhung ist und damit das Ganze einmalig wird. Warum ich ebenfalls dieses heutige Video hier nicht nach der Zinsentscheidung aufnehme, ist aufgrund der Fakeouts. Denn wenn wir uns einfach mal die letzten 3 Zinsanhebungen anschauen, so sahen wir, dass wir hier die Bekanntmachung um 14 Uhr zur US-amerikanischen Zeit gesehen haben und in der darauffolgenden 30 bis 40, vielleicht 50 Minuten sahen wir tatsächlich abfallende Kurse. Kurz daraufhin ging es allerdings parabol nach oben. Parabol
wohl natürlich nur im Sinne der Finanzmärkte. Also wir reden hier über wenige Prozente, wie man links an der Skala sehen kann. Dennoch sahen wir eigentlich jedes Mal ein solches Fake-Out. Passt also auf, gerade kurz nach der Entscheidung. Im Allgemeinen sind die Märkte auch aktuell immer noch massiv aufgeheizt. Man weiß natürlich nicht, wie genau die Zinspolitik in den nächsten Monaten weitergehen wird. Momentan wird tatsächlich auf den herkömmlichen Märkten sogar schon eingepreist, dass wir höchstwahrscheinlich im Jahr 2023 bereits wieder sinkende Zinsen sehen, obwohl wir aktuell noch nicht mal das Top der Zinsen gesehen haben. Wir sehen hier die parabole Entwicklung der Preise, also Home Prices, Mortgages und der Commodities etc., die natürlich hier eine massive Entwicklung gesehen haben. Es bleibt definitiv spannend, denn die Wirtschaft kann doch mal hart getroffen werden. Das gleiche sehen wir beispielsweise auch an den Homebuilder-Aktien, die vor allem seit Anfang des Jahres etwas rückläufig sind. Robin, warum erzählst du so einen Scheiß? Du bist ein Krypto-Kanal. Freunde, das sind einfach wichtige wirtschaftliche Faktoren, die man im Hintergrund meiner Meinung nach haben sollte, um zu verstehen, wohin die Liquidität aktuell geht. Und da der US-Homebuilder der Markt nun mal eben extrem groß ist, hat es meiner Meinung nach auch einen Einfluss auf den gesamtrestlichen Markt, was sich dann natürlich auch irgendwann höchstwahrscheinlich im europäischen Markt zeigen wird. Da wird unsere Chefin der EZB wahrscheinlich ein bisschen komisch aus der Wäsche gucken mit ihrer Zinserhöhung um knapp 50 Basispunkte bzw. 0,5%. Die Märkte, vor allem die Kryptomärkte, um mal wieder aufs Thema des Kanals zu kommen, die sind auf jeden Fall gerade dabei, die Unsicherheit, die uns erwartet, so ein bisschen vorzubereiten. Wir sehen vor allem in den letzten Stunden massive Zuflüsse zu den Börsen. Ihr seht das hier, wie das nach oben geschossen ist. Vor allem Tether wurde massiv an die Börsen geschickt, eventuell um den Token zu verkaufen. Ich denke allerdings eher, um hier Cash beiseite zu haben, um möglicherweise hier in den Markt mit einzusteigen. Wer aktuell ziemlich stark mit in den Markt eingestiegen ist, sind vor allem auch die kleineren Investoren, die sogenannten Bitcoin-Garnelen. Die haben nämlich ihre Bestände weiter aufgestockt und seit dem großen Crash vor einigen Wochen hier ihre Bestände von 5,2% auf 6,025% aufgestockt. Also wir reden hier über das Gesamtsupply des Bitcoins, verteilt sich somit mehr und stärker in die Hände der Kleininvestoren. Damit sind diese nach On-Chain-Daten aktuell im Besitz von knapp 156.000 Bitcoins, ist also immer noch nicht wirklich viel, aber man sieht eben, dass diese Verteilung weiter voranschreitet. Ebenfalls kann man zudem noch feststellen, dass auch die Wale weiter akkumulieren. Wir befinden uns momentan in einer Akkumulationszone. Ihr seht es hier ganz links in der Grafik, während des letzten Bärenmarktes haben wir auch immer diese Akkumulationszyklen gesehen, die wir halt eben auch aktuell festhalten können. Dementsprechend aktuell Long-Term auf jeden Fall eine sehr gute Einkaufsmöglichkeit, auch wenn das natürlich hier keine Anlageberatung ist. Ich persönlich hoffe, dass die Märkte noch so ein bisschen abkühlen nachher. Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Ich würde mich aber freuen, hier Bitcoin nochmal für $20.000 kaufen zu können. Im Allgemeinen sehen wir, dass die Leute, die aktuell verkaufen, hauptsächlich im Verlust verkaufen. Anhand dieser Grafik, also ihr seht das Rote unten, vor allem während der bärischen Phasen, sowie auch zwischen unseren beiden Tops im letzten Jahr, sind hier große Ausverkäufe, vor allem dann auch im Verlust gewesen. Genau diese Dynamik sehen wir auch aktuell. Also ja, ich frage mich persönlich, wer jetzt noch im Verlust verkauft. Meiner Meinung nach können das nur Leute sein, die wirklich auf das Geld angewiesen sind, weil ja, ey, wir sind so lange in dieser bärischen Phase. Wer sich jetzt überlegt, oh, $20.000, da kann man mal rausgehen, verstehe ich nicht so ganz. Wobei, wie bereits gesagt, viele dieser Verkäufe natürlich auch Zwangsliquidation sein können oder natürlich Investoren, die Kapital abziehen müssen, sowie vielleicht auch Miner, die dementsprechend ihre Bestände reduzieren, um laufende Kosten zu decken. Das Ganze ist auch nachvollziehbar, denn zum aktuellen Zeitpunkt sind knapp 50% aller Bitcoin-Wallets tatsächlich im Minus. Genau sprechen wir hier über nur noch 47% der Bitcoin-Wallets, die tatsächlich im Plus sind, 46% im Minus und die übrigen 6% sind aktuell circa bei plus minus null. Also hierbei recht ausgeglichen und das, obwohl der Bitcoin seit dem All-Time-High im November 21 tatsächlich knapp 70% von der Spitze abgegeben hat. Wir sehen hier also einen ziemlich ausgeglichenen Markt. Ich persönlich habe auch einige Wallets, die tatsächlich im Minus sind, weil ich natürlich auch erst in den letzten Monaten wieder verstärkt angefangen habe, hier zu akkumulieren. Das Ganze wird sich allerdings schnell wieder ändern. Wer ebenfalls beispielsweise momentan hart zuschlägt, das sind die Ether-Wale oder die Ethereum-Wale, wie auch immer man sie bezeichnen möchte. Diese haben nämlich in den letzten Wochen massiv akkumuliert, wie man anhand dieser Grafik von Glassnode feststellen kann. Hierbei sprechen wir über Wallets, die 100 bis 1000 ETH besitzen, also schon ein recht ordentliches Volumen, die vor allem jetzt auch während der aktuellen bärischen Phase massiv akkumuliert haben. Ihr seht hier, diese Grafik kann man gar nicht so 1 zu 1 auf den Bitcoin legen. Ethereum hat sich dann doch im letzten Jahr ein bisschen anders entwickelt, doch wir sehen,
dass diese Wallets vor allem während der steigenden Kurse eigentlich perfekt abverkauft haben. Also das haben sie wirklich gut gemacht und aktuell wieder akkumulieren. Ja, ich denke mal, ihr wisst, was das heißt. Die Großinvestoren, die sind definitiv positiv auf die Kurse gestimmt, sowie vor allem auch die institutionellen Investoren bei Ethereum, die aktuell wieder am Start sind. Und wir reden hierbei über keine Geringsummen. In der letzten Woche waren es nach CoinShares Zuflüsse von knapp 8 Millionen US-Dollar in Ethereum-Anlageprodukte, doch in der Woche zuvor, und da hatte ich in der letzten Woche gar nicht drüber gesprochen, sahen wir tatsächlich eine unglaubliche Summe von 120 Millionen US-Dollar, die hier tatsächlich in die institutionellen Anlageprodukte von Ethereum geflossen sind. Das sind wirklich ziemlich harte Nettozuflüsse. CoinShares schrieb zudem im Bericht, Ethereum hatte Zuflüsse in Höhe von 8 Millionen Dollar, während die korrigierten Daten der Vorwoche Zuflüsse in Höhe von 120 Millionen ausweisen. Diese Zuflüsse markieren die größten in einer einzelnen Woche seit Juni 21 und deuten auf einen Stimmungsumschwung nach einer 11-wöchigen Serie von Abflüssen hin. Es deutet darauf hin, dass sich das Vertrauen der Anleger mit dem Herannahen des Merges langsam aber sicher erholt. Vor allem in den letzten Monaten haben wir ja immer wieder das Ganze hier begleitet auf diesem Kanal, dass wir vor allem institutionelle Abflüsse groß gesehen haben. Insgesamt sind teilweise, ich glaube, über die Monate knapp 500 Millionen US-Dollar aus Ethereum-Anlageprodukte geflossen. Diese scheinen momentan wieder in den Markt reingeschoben zu werden, und zwar aufgrund der Antizipation bezüglich des Merges, welches nach eigenen Angaben der Ethereum-Entwickler dann am 19. September kommen sollte. Erst vor ein paar Wochen waren noch die Gerüchte, dass das Update bzw. dieser Merge erst im nächsten Jahr stattfinden wird. Jetzt gerade wurde von den Entwicklern gesagt, 19. September. Es bleibt spannend. Meiner Meinung nach kann es auch noch ein paar Tage länger dauern. Für mich als Investor mit einem langen Zeithorizont sowieso banal. Wichtig natürlich für die Short-Term-Trader. Ich würde jetzt nicht unbedingt so mich darauf verlassen. Das kann auch noch ein paar Tage nach hinten geschoben werden. Doch lieber warte ich zwei Wochen länger und habe dafür ein Update, was nicht irgendwie fehlerbehaftet ist, als dass jetzt das Update schnell kommt und wir dann nur Probleme mit der Chain haben. Übrigens, weil ich immer wieder gefragt werde, die Tokens, die ihr habt, beziehungsweise die Coins, also die Ether-Coins, die werden quasi automatisch auf die neue Chain geschrieben, beziehungsweise ist es hier quasi ein Zusammenfluss. Also eure Coins laufen hier quasi auf dieser Chain und diese Chain läuft dann mit der anderen zusammen. Dementsprechend braucht ihr hier nichts tauschen oder so. Das passiert dann von alleine. Gerade am vergangenen Sonntag hat der Ether-Kurs natürlich einen richtigen Pump gesehen. Nachdem wir zeitweise die 1000 US-Dollar-Marke hier gekratzt haben, sind wir dann innerhalb von kürzester Zeit auf 1600 Dollar gestiegen. Das waren allein in einer Woche knapp 40%. Hierzu sagte der On-Chain-Datenanbieter Sentiment, Ethereum erlebte am Sonntag ein Auf und Ab, sprang über 1640 Dollar und fiel dann wieder auf 1540. Die Händler glauben weiterhin nicht an den Hype und erwarten, dass die Preise auf dem Weg zur FOMC-Sitzung fallen werden. ETH dürfte weiterhin volatil bleiben. Die FOMC-Sitzung wird heute Abend, wenn dieses Video online geht, dementsprechend um sein. Wir sahen vor allem in den letzten Stunden eine stärkere Volatilität, aktuell bei 1490 US-Dollar. Ebenfalls machte sich Sentiment vor allem Sorgen in Bezug auf Ethereum hierbei, wenn man auf die Börsenbestände schaut. Hierbei sagten sie, seit Ende April ist der Anteil der Ethereum-Münzen, die an den Börsen liegen, stetig gestiegen. Bei solchen polarisierenden Preisen nach den großen Rückschritten im Jahr 2022 ist dies nicht überraschend. Es ist besorgniserregend, dass der Preisanstieg im Juli nicht wirklich dazu beigetragen hat, die Sorge der Händler zu zerstreuen und ihre Coins an den Stellen zu halten, an denen sie am leichtesten zu einem weiteren Ausverkauf in der Zukunft führen können. Was meinen Sie damit? Die Coins liegen momentan immer noch zu einem großen Anteil an den Kryptobörsen, was natürlich darauf hindeutet, dass die Anleger schnell liquide sein wollen. Denn wenn du deine Kryptowährung auf deinem Ledger hast, dann dauert es natürlich ein bisschen länger, diese zu verkaufen. Das ist auf der Börse einfacher und aufgrund dessen sagt man, wenn die Börsenbestände besonders hoch sind, dass die Anleger hier eben liquide bleiben wollen, um möglicherweise schnell Ausverkäufe zu tätigen. Eine extrem interessante Dynamik meiner Meinung nach werden wir vor allem nach dem Merge sehen, denn die Miner werden ja dann quasi obsolet. Also man braucht ja dann keine Mining Rigs mehr, um hier tatsächlich am Netzwerk zu partizipieren. Das Ganze wird dann voll über Staking laufen. Die große Frage ist dann, was dann hier tatsächlich mit der Hardware funktioniert, denn man darf an dieser Stelle nicht vergessen, dass die Hardware für das Ethereum Mining oder das Ether Mining etwas anders ist als die, die fürs Bitcoin Mining genutzt wird. Das verstehen viele Leute falsch. Viele Leute denken, okay, die Ethereum-Miner werden dann einfach auf Bitcoin umsteigen. Das funktioniert nicht so einfach. Aufgrund dessen ist es natürlich spannend, was jetzt tatsächlich mit der Technik passiert, wenn wir diesen Merge hier
sehen werden. Es gibt dazu große Pools, wie beispielsweise auch der Ant-Pool, der beispielsweise mit dem Mining-Giganten Bitmain verbunden ist. Dieser hat nämlich jetzt 10 Millionen US-Dollar investiert, und zwar um das Ethereum Classic-Ökosystem zu unterstützen. Sehr interessante Dynamik. Hierbei plant man auch in Zukunft weitere Investitionen zu tätigen, um sich auch in diesem Bereich weiter auszubauen. Ethereum Classic war damals ein Fork von Ethereum. Es gab vor einigen Jahren hier große Probleme auf der Chain, und um diese Probleme zu beheben, musste man quasi auf die Technologie bzw. auf den Grundkonsens der Chain zugreifen. Ich erkläre das jetzt nicht zu genau im kleinsten Detail. Jedenfalls musste man etwas an der Chain ändern, was man eigentlich an einer Blockchain nicht ändern möchte. Aufgrund dessen gab es Leute, die gesagt haben, ey, wir müssen diese Probleme in Zukunft verhindern, und die anderen meinen, nee, das hier ist Krypto, die Chain bleibt so, wie es ist. Und aufgrund dessen entstand dann Ethereum und Ethereum Classic, die normale Ethereum-Version, die wir heute hauptsächlich kennen. Das ist die, die sich dann auch hauptsächlich weiterentwickelt hat. Das ist die quasi überarbeitete Version, und Ethereum Classic, wer hätte es gedacht, ist die klassische Version, die seitdem eigentlich nur neben dem Ether-Kurs so ein bisschen mitgelaufen ist, wie wir uns auch gleich noch einfach mal anschauen werden. Dementsprechend wurde daran nicht groß gearbeitet, das Ding wurde vergessen und ist zwar immer wieder, wenn Ethereum gestiegen ist, auch mit angestiegen, doch wirklich groß darauf programmiert wurde meiner Meinung nach nicht. Offensichtlich möchte man jetzt auch wieder stärker auf Ethereum Classic hier den Fokus legen, was natürlich für die Investoren in Ethereum Classic sehr interessant ist, denn natürlich hat man jetzt hier viel Hardware, die dann auch für das Netzwerk genutzt werden kann, wodurch das Netzwerk von Ethereum Classic recht schnell, recht stark werden kann. Ich bin super gespannt, das könnte eine richtig gute Entwicklung sehen, auch wenn ich persönlich nicht in Ethereum Classic investiert bin, überlege aber vielleicht auch dort eine kleine Tranche reinzulegen, denn die Market Cap ist natürlich in den letzten Monaten, wie wir uns gleich anschauen werden, massiv abgestraft. Sie haben dadurch dann bald in einigen Monaten wahrscheinlich ein solides Fundament, zumindest was das Mining angeht, und könnten damit natürlich auch wieder in den Fokus der Investoren rücken. Man möchte also jetzt knapp 10 Millionen US-Dollar in das Ökosystem von Ethereum Classic investieren. Dazu muss man sagen, ist natürlich keine große Summe hier im Krypto-Verhältnis, allerdings könnte es halt möglicherweise den Anstoß geben für etwas Größeres. Ebenfalls sagte Bitmain erst im Juli, dass sie tatsächlich einen neuen Ethereum-Miner auf den Markt bringen wollen. Es ist hierbei der Antminer E9, der dann natürlich unnötig wird, vor allem für das herkömmliche Ethereum-System, wenn sie hier von Proof of Stake auf Proof of Work umsteigen. Ebenfalls sagte Bitmain allerdings auch auf dem World Digital Mining Summit in Miami, dass sie in Zukunft Zahlungen in ETC für die Antminer-Modelle akzeptieren werden, also man kann dort direkt mit Ethereum Classic kaufen. Ethereum Classic, eine ziemlich stark vergessene Kryptowährung, meiner Meinung nach auch zumindest in der Vergangenheit nicht unbegründet gewesen, denn die Entwicklung und die Nutzbarkeit war einfach nicht gegeben. Aktuell auf Rang 21, immer noch recht hoch positioniert, meiner Meinung nach, hat natürlich aufgrund der kürzlichen News wieder einen schönen Pump gesehen. Aktuell mit einer Marktkapitalisierung von knapp 3,69 Milliarden US-Dollar zu finden, bei einem Kurswert von 27 Dollar. Doch wenn wir hier mal ein bisschen weiter rauszoomen, dann sehen wir tatsächlich, dass sie sich in Anführungsstrichen ähnlich wie Ethereum entwickelt hat, vor allem Mitte letzten Jahres hier einen massiven Pump gesehen hat. Teilweise gingen wir hier auf 130, 140 Dollar. Übrigens, Grüße gehen raus an meinen Kollegen Manuel, der dort eingestiegen ist. Ich wünsche dir alles Gute, dass wir irgendwann diese Heiße wieder erreichen. Dafür ist es noch ein langer Weg, und auch definitiv wird das Grundkonzept, der Grundrahmen dafür aktuell geschaffen. Wer momentan ebenfalls einen Grundrahmen schafft, das ist mein Partner Crowdswap. An dieser Stelle deklariert es gerne als Werbung, doch ich habe euch versprochen, euch über dieses Projekt auf dem Laufenden zu halten, welches sich in den vergangenen Monaten großartig entwickelt hat. Die Roadmap wird aktuell weiter ausgeführt und auch die Kursentwicklung zeigt sich momentan sehr, sehr positiv. Erst vor 3 Wochen habe ich darüber gesprochen, dass ich selber nochmal etwas investiert habe, und ich freue mich darüber. Einige von euch sind mit aufgesprungen und ich habe viele Nachrichten über Instagram erhalten von Leuten von euch, die sich gefreut haben, hier so ein bisschen zumindest Spielgeld reinzustecken. Natürlich muss man vorsichtig sein, es ist ein Small Cap und ich möchte ganz klar auf die Risiken hinweisen. Es ist eigentlich noch kleiner als ein Small Cap, aktuell eine Market Cap von 3,7 Millionen Euro, also wirklich klein, aber natürlich Risiko-Renditen-Verhältnis muss man für sich selber abwägen. Ihr wisst es, keine Anlageberatung. Dennoch wird jetzt in Zukunft eine Menge kommen, denn die neue Opportunity-Seite wird definitiv mit dem nächsten Release kommen, also es wird nicht mehr lange dauern, dann werden wir hier auch die Opportunities sehen. Ich werde euch auch da nochmal euch darüber aufklären, was es hiermit auf sich hat, also wie man diese nutzt. Auch das Liquidity Mining wird dann irgendwann freigeschaltet. Das wird allerdings noch etwas länger auf sich warten lassen, beziehungsweise soll hierbei nach Angaben des CEOs tatsächlich erstmal die Nutzbarkeit, Strategie sowie auch die Risiken erklärt werden. Dementsprechend werden wir vor allem in der deutschen Dachregion, also hauptsächlich wahrscheinlich Jay und ich, euch darüber aufklären, wie man das Ganze nutzen könnte. Ich werde es einfach mit in die Videos einfließen, dann kann man das skippen, falls man sich dafür nicht interessiert.
interessiert. Es wird allerdings nicht lange dauern, bis das Liquidity Mining dann auch veröffentlicht wird, was auch den Kurs weiterhin stabilisieren wird und höchstwahrscheinlich etwas mehr die Volatilität rausnehmen wird, was für alle Investoren besonders gut ist. Übrigens, ein kleiner Hinweis, das Crowd-Gewinnspiel läuft jetzt noch gerade aktuell in der letzten Woche und das hier ist auch keine Anlageberatung. Ihr könnt euch auch nur ein Token für aktuell 19 Cent kaufen. Auch dann kommt ihr mit in diesen Gewinnspielpot und habt die Chance, hier 20.000 Crowd-Tokens zu gewinnen. Bei aktuellen Kurswerten von 19 Cent ist es natürlich super interessant, denn das sind hier 3.800 Euro, die möglicherweise zu gewinnen sind. Ich habe nichts davon, wenn ihr euch über meinen Link irgendwie anmeldet. Also ich kriege leider keine Provision, auch wenn es in Zukunft ein solches Modell geben wird. Doch gerne könnt ihr natürlich meinen Link nutzen, damit die Leute von Crowdswap sehen, was wir für eine starke Community sind. Wie bereits gesagt, ich möchte niemandem sagen, dass er einsteigen muss oder auch keine Anlageberatung machen. Aber gut, du kannst hier halt 20 Cent investieren mit Gasfees auf Polygon, vielleicht 50 Cent und hast eben die Chance, 3.800 Euro zu gewinnen. Das Ganze wird dann in der Telegram-Gruppe veröffentlicht und auch auf Twitter geteilt. Also werf hier einfach am Ende des Monats einen Blick drauf. Vielleicht bist du der glückliche Gewinner. Ich wünsche auf jeden Fall jedem von euch viel Glück. An dieser Stelle möchte ich das Video auch schon beenden. Es geht aktuell 24 Minuten, aber es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn dadurch haben wir ein kurzfristiges Marktupdate, vielleicht kurz vor der Veröffentlichung der US-Zahlen in Bezug eben auf die zukünftigen Zinsen. Wie bereits gesagt, auf Instagram und Twitter halte ich euch auf dem Laufenden, folgt mir dort eben sehr, sehr gerne. Und ansonsten beende ich das heutige Video, bedanke mich für den Support. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao Freunde.